Hallo Retro-Freunde und Retro-Freundinnen. Ich habe ein Game & Watch geschenkt bekommen, inklusive Originalverpackung. Das könnt ihr euch hier gleich im Hintergrund anschauen. Und ich möchte euch warnen, Leute mit schwachen Nerven sollten besser ausschalten. Es wird eine harte Folge. Es wird eine richtig harte Folge. Es tut mir leid. Ich war mir nicht sicher, ob ich das überhaupt zeigen soll, aber ich tue es einfach. Ich zeige es euch. Leute mit schwachen Nerven, also bitte ausschalten. Hartgesottene Retro-Zocker dürfen dranbleiben. Schauen wir uns an, was ich da bekommen habe. Squish Game & Watch. Schauen wir rein. Mit der Originalverpackung und dem Innenleben ist das Ding aktuell so um die 300 Euro wert, wenn es in richtig gutem Zustand ist. Ja, hier sind die Ecken ein bisschen abgeschlagen, also da würde ich jetzt nicht rankommen. Aber dennoch ein ganz ein tolles Geschenk, das ich hier bekommen habe. Richtig fein. Und man sieht hier den Double Screen, also nicht der 3DS war der erste mit Double Screen, nein, das gab's schon bei Game & Watch. Gut, machen wir das Ding mal auf und da ist schon der Schmerz. Ja, vorne sehen wir gleich mal der Clip gebrochen zum Auf- und Zumachen und hinten komplett die Scharniere weggebrochen. Jetzt fragt euch, wie kann denn sowas passieren? Wie können denn da die Scharniere rausbrechen? Runterfallen reicht dafür nicht aus. Da habt ihr recht, da hat ein Dreijähriger eine halbe Stunde damit Fußball gespielt. Nein, das waren nicht meine Kids. Die dürfen so etwas nicht, die haben einen Ball. Gut, hier haben wir noch auf der Rückseite das Copyright 1986, richtig schön altes Ding. Und dann auch noch die Seriennummer zu sehen. Ah, es ist so schade, weil es so gut erhalten ist. Ansonsten, abgesehen davon, dass jemand damit Fußball gespielt hat. Grrr. Unverständlich sowas. Ja, es tut beim Hin schon weh, ich weiß Leute, aber da müssen wir durch. Die Buttons links, rechts tun richtig noch ihr Zeug, was sie tun sollen. Fühlen sich ganz gut an. Auch dass der Kunststoff fühlt sich eigentlich noch wie neu an, abgesehen von dem, was ihr halt so seht. Gut, geben wir mal neue Batterien rein und schauen, was sich tut. Zu meiner Überraschung, neue Batterien haben wahre Wunder bewirkt. Das Ding geht wie am ersten Tag. Hier im Bild der untere Screen, am oberen passiert nicht viel, denn am oberen wird nur angezeigt, in welche Richtung das Labyrinth verschoben wird. Ja, Labyrinth verschiebt sich, Maxwell muss durchgehen, darf nicht rausgeschoben werden aus dem Bildschirm, sonst ist es kaputt. Und auf Game B kommt noch hinzu, dass man diese Maxwell da auf der Seite wegbrezeln muss. Also man geht hin, brezelt weg und dann kassiert man Fettpunkte. So ist das ganze Spielprinzip. Das war's mehr oder weniger. Ja, die Sounds sind richtig, richtig fein. Ich hoffe, ich habe das hier halbwegs in mein Mikro reingebracht. Richtig, richtig schön. Musik gab es natürlich keine, da gab es nur die Sounds von hin und her gehen und auch die Buttons hören sich richtig, richtig gut an. Ja, man kann es noch spielen, man kann noch Spaß damit haben, nur man muss den Schmerz ertragen, dass die Scharniere kaputt sind. Eigentlich unglaublich, was so ein Game & Watch aushalten kann. Nicht zu fassen. Das gute Ding kommt wieder zurück in seine Verpackung und wird archiviert. Falls irgendjemand eine Idee hat, wie man das reparieren kann, Leute, haut es mir unten in die Kommentare. Ich bin da für alle Vorschläge bereit. Ich hätte das echt gerne in funktionierend, nämlich genau dieses hier in funktionierend. Ja, sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. So ein zerstörtes Game & Watch, das tut schon richtig, richtig weh. Aber ich wollte euch nicht vorenthalten, wie viel so ein Game & Watch aushält. Unfassbar, oder? Dass das trotz allem, trotz einer halben Stunde Fußball immer noch spielbar ist. Für euch geht es jetzt weiter mit einem weiteren Labyrinth-Spiel, nämlich Devil World, könnt ihr gleich hier draufklicken und weiterschauen. Ansonsten freue ich mich wie immer über Kommentare, über einen Like und wenn ihr mehr sehen wollt, da unten könnt ihr abonnieren, kostet auch nichts.